Singapur war eines der ersten Länder weltweit nach China, das von Corona erfasst worden ist. Die Regierung handelte schnell. Landesgrenzen wurden weitgehend geschlossen, Homeoffice angeordnet, Kontakte eingeschränkt und im Infektionsfall nachverfolgt. Gleichzeitig gab es großzügige finanzielle Unterstützungsmaßnahmen für Unternehmen und Privathaushalte. Dennoch lag das Wirtschaftswachstum 2020 bei minus 5,4%. Aber für dieses Jahr sieht es schon wieder besser aus. Erwartet werden 4 bis 6%. Singapur ist ein wichtiger Head Office, High-End Manufacturing und Research and Development Standort. Aber auch ein wichtiger Transitflughafen. Das Passagieraufkommen am Changi Airport liegt heute jedoch bei über 90% minus gegenüber Vor-Corona-Zeiten. Auf der anderen Seite ist umfangreiches Luftfrachtaufkommen zu verzeichnen. Der Singapurer Seehafen ist der zweitgrößte weltweit nach Shanghai. Rund 37 Millionen 20-Fuß-Container sind im Jahr 2020 durchgegangen. Das sind nur rund 1% weniger als im Jahr zuvor. Und von Januar bis Mai 2021 ist der Containerdurchsatz in Singapur um fast 5% gestiegen. Ein gutes Zeichen für den Logistikstandort. Wir haben gerade in Zusammenarbeit mit anderen AHKs eine Untersuchung zum Thema Verlagerung von Lieferketten aufgrund von Corona durchgeführt. Es gibt zwei wesentliche Ergebnisse. Offshoring von Deutschland und der EU in die Asien-Pazifik-Region wird weitergehen. So die Ergebnisse unserer Umfrage von zumeist deutschen Unternehmen in der Region. Zum Zweiten sind Relocation-Aktivitäten innerhalb Asiens festzuhalten. Dabei stehen die Länder ASEANs im Mittelpunkt, was darauf schließen lässt, dass diese zunehmend wichtiger in globalen Lieferketten werden. Ein Hinweis vor diesem Hintergrund. Auch der deutsche Impfstoffhersteller BioNTech hat vor kurzem angekündigt, sich mit Produktionsanlage und Asian Headquarter in Singapur anzusiedeln. Unsere regelmäßigen Umfragen haben gezeigt, dass vor allem die begrenzten Reisemöglichkeiten durch Corona-Einschränkungen die Arbeit am regionalen Standort Singapur für deutsche Unternehmen behindern. Doch hier zeichnen sich nun Verbesserungen ab. Ab September sind Erleichterungen für vollständig Geimpfte beabsichtigt, mit verkürzter oder gar keiner Quarantäne bei Einreise nach Singapur. Tim Philippi, AHK Singapur, August 2021.